Hi, ich habe ja erst vor kurzem über Online-Kongresse gesprochen und warum sie in meinen Augen ein erhebliches Gefährdungspotenzial aufweisen. Tatsächlich solltet ihr euch dieses Video noch unbedingt anschauen, wenn ihr nicht wisst, was ich jetzt konkret damit meine. Link hier oben in den Infokarten. Einem Sprecher begegnen wir sogar sehr häufig auf solchen Kongressen. Rüdiger Dahlke. Und gerade weil er häufig in gesundheitsbewussten und veganen Kreisen offenbar über alle Maßen geschätzt wird, möchte ich heute einmal einen kleinen Einblick geben, was dieser Herr alles an hanebüchenem Unsinn verbreitet. Mir persönlich ist es zwar ein absolutes Rätsel, warum sich Herr Dahlke besonders bei vielen Veganern so großer Beliebtheit erfreut, aber vermutlich liegt es an seinem 2011 erschienenen Buch Peace Food, in dem es kurz gefasst um die Vorzüge einer vollwertig pflanzlichen Ernährung geht. Dabei handelt es sich jedoch keineswegs um ein medizinisch bzw. wissenschaftlich ernstzunehmendes oder wenigstens ethisch halbwegs tragfähiges Werk, sondern lediglich um ein populärwissenschaftliches. Wobei ich hier das wissenschaftlich sogar noch lieber rausstreichen würde. Glaubwürdige Belege für seine Behauptungen oder ein ordentliches Quellenverzeichnis sucht man demnach vergebens. Stattdessen findet man eine bunt kuriose Mischung aus Campbells China Study, eigenen selbst aufgestellten Behauptungen, aus seiner Sicht enthält unsere Nahrung zu viel Totes und macht deshalb unglücklich, jeder Menge esoterischer Deutungen. Krebs ist seiner Überzeugung nach eindeutig eine Krankheit der Seele. Und vor allem aber auch Eigenwerbung für seine anderen Bücher sowie die von ihm selbst vertriebenen Nahrungsergänzungsmittel. Es soll aber hier und heute gar nicht um dieses Buch gehen, denn es gibt weitaus schwerwiegendere Kritik zu äußern. Rüdiger Dahlke ist unter anderem Impfgegner, Anhänger diverser fragwürdiger Pseudotherapien und Verschwörungsmythen. Er ist Befürworter von Hamers neuer germanischer Medizin und des Prinzips der Lichtnahrung. Er selbst hat bei dem umstrittenen Film Am Anfang war das Licht mitgewirkt, der nachweislich zu Todesopfern führte, durch den fixen Glauben, ein Leben ganz ohne Nahrungsaufnahme wäre tatsächlich möglich. Der Arzt Rüdiger Dahlke hat selbst einmal tagelang auf Nahrung und Wasser verzichtet. Es gibt eine richtige Tradition diesbezüglich von Menschen, die ohne Nahrung leben. Also persönlich habe ich das ja mal 7 Tage gemacht und habe das auch überlebt. Nicht getrunken. Nicht auch. Getrunken Bei 7 Tage. Fasten weiß Also man ja, kann man keine lange. Frage, ich stehe hier fürs Keine Fasten oder Flüssigkeit. sitze fürs Fasten, Ja. da kenne ich mich aus. Das kann ich empfehlen. Lichtnahrung will ich nicht empfehlen, kann ich nicht empfehlen. Das Phänomen interessiert mich, dass es das gibt. Und dieser Film von Peter Straubinger ist für mein Gefühl dort sehr einfühlsam mit umgegangen, auch kritisch, und zeigt dieses Phänomen. Und da gibt es natürlich wirklich Dinge, die in allen Traditionen aufkommen. Also Nikolaus von der Flüe, der Schweizer Nationalheilige, soll viele Jahrzehnte nicht getrunken und gegessen haben. Was ich nur sagen kann, ist, wie ich es gemacht habe, war das eine sehr vom Fasten unterschiedene Erfahrung. Würde ich überhaupt nicht in einen Topf werfen. Also fürs Fasten kann ich total einstehen, das begleite ich über 30 Jahre. Die Lichtnahrung, das hat mich in seltsame Zustände gebracht, die ich nicht missen möchte persönlich, die ich aber auch nicht empfehlen könnte. Kann ich mir nur vorstellen, dass das für Leute in Frage kommt, die viel Fastenerfahrung haben, die sich sehr gut auskennen in ihrer psychischen Welt. Auf seiner eigenen Seite veröffentlichte Dahlke noch eine Stellungnahme zu dem Film, um von den Medien nicht so verzerrt dargestellt zu werden. Er beklagte sich nämlich schon des Öfteren, man ließe ihn nicht so richtig zu Wort kommen. Darin, also in seiner selbst verfassten Stellungnahme, heißt es: Als jemand, der den Lichtnahrungsprozess schon vor vielen Jahren durchlaufen hat, kann ich auch spirituell Interessierte nur davor warnen. Denn, und das ist jetzt seine Begründung, danach brauchen sehr viele, wie auch ich, kaum noch Nahrung. Und wer dann, wie ich, aus Lust am Essen wieder isst, handelt sich rasch ein Gewichtsproblem ein. Auch Jahre später esse ich nicht mal mehr die Hälfte von vorher, um mein Gewicht zu halten. Das brauchen sie nicht. Dass an diesem Prozess auch bereits Menschen gestorben sind, von dreien ist es belegt und wird auch im Film angeführt,
ist aus meiner Sicht kein Argument gegen den Film. Er schrieb des Weiteren, er könne den Film empfehlen und fände ihn brillant. Und zu guter Letzt freuen wir uns an dieser Zeit, in der mutige Wissenschaftler wie am Ende des Films über die Lichtnahrung von den Grenzen unserer Erkenntnis berichten. Für ihn sind also Menschen, die jegliche physiologischen Gegebenheiten und Naturgesetze gänzlich ignorieren und für die Verbreitung eines weltfremden, überheblichen Glaubenskonstrukts sogar den Tod von Menschen riskieren, mutige Wissenschaftler. Der offenbar einzige Grund, aus dem er von diesem Lichtnahrungsprozess abrät, ist laut dieser seiner eigenen Stellungnahme, dass man sich danach ein Gewichtsproblem einhandelt, wenn man wieder Lust aufs Essen bekommt. Dass Lichtnahrung grundsätzlich möglich sei, gelte für ihn als längst bewiesen. Aber das ist bei weitem nicht der einzige Punkt, den ich an Rüdiger Dahlke kritisieren möchte. Er ist nicht nur Befürworter besonders fragwürdiger Therapiemethoden, er bietet diese auch selbst an. So kann man beispielsweise in seinem Heilkundezentrum folgendes Angebot an Psychotherapien finden. Psychotherapie, Schattenarbeit, Reinkarnationstherapie, Krankheitsbildertherapie, Geburtstraumatherapie, Partnerschaftstherapie, Familienmustertherapie, astrologische Symboltherapie und spirituelle Therapie. Lasst euch nicht täuschen durch ein paar seriös klingende Therapien. Wenn man erstmal genau hinsieht, was sich dahinter verbirgt, kann man feststellen, es ist eigentlich alles esoterischer Humbug und nicht im geringsten empfehlenswert. Deswegen auch der Disclaimer ganz unten auf der Seite. Es würde jetzt allerdings den zeitlichen Rahmen sprengen, auf jedes dieser Angebote im Einzelnen einzugehen. Daher möchte ich hier stellvertretend mal nur einen besonders groben Seelenpfusch hervorheben. Die Reinkarnationstherapie. In einem eigenen Flyer wirbt das Heilkundezentrum Dahlke mit folgenden Worten. Der Blick zurück in frühere Leben, die in unserem Bewusstsein im Dunkel, im Schatten liegen, führt uns zu unseren ursprünglichen Potenzialen und Lebensaufgaben. Diese Erfahrung soll uns wieder mit dem göttlichen Kern unseres Wesens rückverbinden und uns so ganz nebenbei die oftmals eingeschlagenen Umwege zeigen, damit dadurch unser ureigener individueller Weg, unsere wahre Bestimmung, erleuchtet wird. Vergangenheit kann dadurch endgültig zurückgelassen werden, damit wieder all unsere Energie frei wird, um unseren Schöpferauftrag erfüllen zu können. Auf seinem Blog schreibt Dahlke dazu weiter, wie er sich das vorstellt. Ich gebe euch ein paar Zitate. Genießt es. Krankheitsbilder seien Hinweise, um Lernaufgaben zu erkennen. Krank aber wird der Mensch immer am Schatten, an dem, was ihm fehlt im Bewusstsein, wovon er nichts weiß. Das Ego hat Angst, durch die Integration von Schatten sich im Selbst aufzulösen. Das ist aber letztlich das Ziel aller Entwicklung und auch das der Reinkarnationstherapie. So betrachtet ist das Auftauchen eines Symptoms im Körper eigentlich schon der Beginn eines Heilungsprozesses. Nach unserer Auffassung wäre es die Aufgabe der Medizin, diese Heilungsprozesse statt zu unterdrücken, dahingehend zu fördern, dass ihr Sinn deutlich wird und die Heilungsaufgabe gefördert wird. In der Reinkarnationstherapie gehen wir natürlich auch von den Problemen des Patienten aus und finden sie durch alle Zeiten gespiegelt. Schon in der Geburt, die in jeder Reinkarnationstherapie ausführlich bewusst gemacht wird, finden wir das jeweilige Thema wieder. Wir finden es aber natürlich auch in jedem früheren Leben, wie auch in seiner heutigen Beziehung und im aktuellen Beruf. Wer gelernt hat, diese mustergültigen Themen zu sehen, findet sie überall. Es folgt ein anschauliches, völlig groteskes Beispiel, bei dem man sich ernsthaft fragen muss, was in den Köpfen dieser Leute vorgehen muss. Ein Allergiker sei irgendwann zu der Erkenntnis gelangt, dass sich sein Abwehrsystem in einem Krieg gegen die Pollen befindet, was lediglich der Ausdruck seines Aggressionsproblems ist.
Er nimmt sich dabei aber gar nicht selbst als aggressiv wahr, sondern projiziert das auf andere. Beim Wiedererleben seiner Geburt merkt er dann aber, mit wie viel aggressiver Kraft er hinaus ins Leben geschoben werden musste. Und damit nicht genug. In früheren Leben wurde er immer wieder zum Opfer von Aggressionen. Zitat: In unserer Therapie gehen wir immer weiter zurück, zwar nicht bis zu einem Urtrauma, sondern bis dorthin, wo sich der Patient plötzlich nicht mehr als Opfer, sondern als Täter erlebt. Wenn er dann mit einer Waffe auf jemanden losgeht und seinen ganzen Hass in dieser Situation spürt, wird ihm viel leichter bewusst, dass er dieses Gefühl kennt und es genau dem entspricht, was er spürt, wenn er mit seinem Anwalt wegen der bevorstehenden Scheidung verhandelt. Wir sehen, wie eigentlich überall in der Esoterik immer und immer wieder Schuldübertragungen, Schuldzuweisungen dem Opfer oder in dem Fall dem Patienten gegenüber. Wer eine Krankheit hat, ganz egal welche, ist auf irgendeine magische Art und Weise selbst daran schuld. Keine äußeren Umstände, keine genetischen Defekte, keine unglücklichen Zufälle. Wenn dir was fehlt, liegt's immer nur an dir. Das ist doch herrlich, oder? Herrlich, zynisch und menschenverachtend. Du leidest an einer Allergie? Selber schuld, sei halt endlich weniger aggressiv. Du sitzt im Rollstuhl, hast Migräne, Multiple Sklerose? Selber schuld, irgendwas wirst du schon verkehrt gemacht haben. Wenn nicht in diesem, dann sicher in einem vorherigen Leben. Natürlich wird sowas aber schön verklärt und euphemistisch dargestellt, im Sinne von Selbstverantwortung übernehmen, eine Lernaufgabe erkennen und so weiter. Besonders schön auch folgender Absatz. Was die Inkarnationen angeht, die dieser Therapieform immer noch etwas Spektakuläres anhaften lassen, ist anzumerken, dass sie natürlich nur dann historisch gesehen langweilig sind, wenn die Reinkarnationstherapie auf seriösen Grundlagen erfolgt. Dazu gehört nach unserem Verständnis unbedingt die permanente Messung des Hautwiderstandes während der gesamten Therapiezeit. Ansonsten kann es passieren, dass von der Esoterik-Szene infizierte Patienten sich und ihren Therapeuten die nettesten ESO-Märchen zusammenfantasieren. Wenn Esoteriker andere Esoteriker als Esoteriker bespötteln. Kann man sich nicht ausdenken. Ein Mondzyklus mit täglich 2 Stunden Therapie und einem ausgefeilten Begleitprogramm hat sich für uns als ideal, für die Psychotherapie ganz allgemein und die Reinkarnationstherapie im Speziellen erwiesen. Damit ist dann auch eine ganz wunderbare Grundlage geschaffen, weshalb sich Therapiewillige direkt für einen ganzen Monat in Dahlkes Zentrum in Johanneskirchen einquartieren müssen. Die Preise sind selbstverständlich nur die Therapiepreise, also Kost und Logis kommt dann natürlich noch extra auf einen zu. Aber jetzt nochmal ganz im Ernst. Viele finden das jetzt vielleicht einfach nur lustig und witzig, aber für all diejenigen von euch, die jetzt hier noch nicht von sich aus stutzig werden oder das Ganze vielleicht sogar noch für ganz plausibel halten. Nochmal, ganz deutlich, bei einer sogenannten Reinkarnationstherapie handelt es sich um eine angebliche Rückführung des Patienten zu seiner Geburt, auch Rebirthing genannt, und in frühere Leben. Und mir geht es jetzt persönlich überhaupt nicht um eine reine Glaubensfrage an sich, also ob jemand prinzipiell an Wiedergeburt glaubt oder nicht. Aber solche Rückführungen als angebliche Psychotherapieform sind selbst für reinkarnationsgläubige Buddhisten vollkommener Quatsch. Die sogenannten Therapeuten wenden dabei unterschiedliche Techniken an. Suggestivfragen, erzwungenes Hyperventilieren, Entspannungstechniken oder Hypnose. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Und plötzlich kommen dabei dann irgendwelche Bilder im Kopf hoch, die der Patient fälschlicherweise als Erinnerungen wahrnimmt. Die Forschung ist sich dazu recht einig. Man findet bei genauerer Überprüfung solcher Rückführungserzählungen meist Ungereimtheiten, Widersprüche, Fehler in der Zeitgeschichte oder ganz einfach vom Therapeuten beeinflusste Erinnerungen. Und bevor jetzt
Die ersten Beschwerden kommen, wieso ich das denn anprangere, wenn es doch vielleicht manchen Leuten hilft. Wo ist das Problem? Abgesehen davon, dass hier Unsummen an Therapiekosten zusammenkommen. Ihr könnt euch ja vorstellen, mit ein, zwei Sitzungen ist das ja nicht getan. Ohne auch nur die geringste Aussicht auf einen Heilungserfolg bieten zu können, birgt diese Methode schwerwiegende Gefahren für den Patienten. Erstens, durch die angeblichen Erinnerungen an negative Erlebnisse fühlt man sich nicht immer automatisch danach wohl und befreit, sondern kann sich dadurch erst recht schlecht fühlen, schlechter als zuvor, mit einer zusätzlichen inneren Unruhe, Anspannungen bis hin zu körperlichen Schmerzen. Für die Herren und Damen Reinkarnationstherapeuten ist dies aber keineswegs ein Warnzeichen, dass diese Art der Psychotherapie vielleicht doch nicht so dolle ist. Nein, für sie bedeutet das lediglich, dass man auf dem richtigen Weg ist, dass nur der wahre Kern noch nicht gefunden ist, damit man unbedingt weitermachen muss. Und sollte es schließlich gar nicht funktionieren, wie man sich das so erhofft hat, liegt die Schuld natürlich ganz allein beim Patienten. Nicht am Therapeuten oder gar an der Methode. Der Patient trägt die alleinige Schuld, weil er sich entweder nicht richtig darauf eingelassen hat oder nicht ehrlich zu sich selbst ist. Zweitens, ein großes Risiko, Realitätsflucht. Man verlagert reale Probleme, indem man in eine Fantasiewelt von vermeintlichen Erinnerungen flieht und kapselt sich von seinem echten Umfeld immer mehr ab. Es kann durchaus auch zur völligen Apathie führen, weil man ja selbst durch sein eigenes aktives Zutun eigentlich sowieso nichts ausrichten kann und einfach seiner schöpferischen Bestimmung folgt. Drittens, Realitätsverlust. Einige kommen mit dem in ihrer Rückführung Erlebten nicht zurecht, empfinden dank irgendwelcher Bilder im Kopf eine irrationale Schuld, die sie glauben, auf sich geladen zu haben und zerbrechen dann förmlich daran. Und schließlich viertens, tatsächliche traumatische Erlebnisse, die von der eigenen Psyche vielleicht aus gutem Grund erst einmal verdrängt wurden, können plötzlich durch die Vermischung mit falschen Erinnerungen aus irgendwelchen vorherigen Leben wieder mit einem Schlag unkontrolliert zum Vorschein kommen. Und wenn man in solchen Fällen keinen echten, guten Therapeuten hat, der so etwas auffangen kann, kann sowas wirklich sehr, sehr dramatisch enden. Fazit: Die Reinkarnationstherapie ist in meinen Augen nicht nur pseudotherapeutischer Unfug, sondern grob fahrlässig. Apropos fahrlässig. Dafür haben die Nonnen natürlich wieder gar keinen Gebärmutterhalskrebs. Das liegt einfach daran, dass sie keinen Geschlechtsverkehr haben. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, an dem wir viel mehr verstehen könnten. Wir brauchen keine Impfung für Gebärmutterhalskrebs. In Österreich haben wir sie ja auch nicht im Impfprogramm. Weil gerade wie sie entscheiden mussten, gab es großen Widerstand. Ich habe da auch mitgemacht. Bin auch froh, dass die in Österreich nicht im Impfprogramm ist. Wir brauchen keine Impfung, wir bräuchten ein Waschprogramm. Ein Aufklärungsprogramm. Wenn sich Männer vernünftig waschen würden, ich bin nicht für die Beschneidung, weil dann spüren sie ja noch weniger, dann wird die eh schon ärmliche bürgerliche Sexualität ja noch mehr beschädigt. Aber Sauberkeit wäre das Thema. Also ich würde jedem jungen Mädchen, jeder Frau auch raten, immer zu fragen, wollen wir Liebe machen oder Krebs? Und wenn er Liebe machen will, die Frage, hast du heute schon dich gewaschen? Dann wird er immer sagen, ich dusche jeden Morgen. Dann muss ich sagen, ja genau, das reicht mir nicht. Hast du die Vorhaut zurückgenommen und Seife angewendet und diesen gemacht, wie du es ja früher lange noch geübt hast. Und wenn es da Zweifel gibt, würde ich das gleich selbst in die Hand nehmen. Einfach waschen. Dann ist es sicher. Dann brauchen wir keine Impfung und die Papillomaviren haben keine Chance. Also manchmal kann man ja durch einfache Überlegungen auch so ein schweres Thema wie Krebs schon vorbeugend klären. Zusammenfassend würde ich sagen, bei Krebs geht es immer darum, sich selbst zu verwirklichen. Und zwar ohne große Rücksicht, wirklich ganz auf das, was die eigene Seele braucht, schauen. Und die Lokalisation zeigt die Ebene, auf der diese Verwirklichung stattfinden muss. Genau. Einfach waschen, dann braucht es auch keine Impfung. Zugegeben, hier spricht er ja nur von der HPV-Impfung.
Reicht das denn allein schon aus, ihn als Impfgegner zu bezeichnen, wie ich es eingangs gemacht habe? Schauen wir mal, was er allgemein über Impfungen sagt. Was ich noch super spannend finde, ist, was du zu Impfungen sagst. Keine Impfung, gar keine machen, würdest du keine empfehlen, oder? Also, ich persönlich habe mich nicht mehr geimpft, seit ich das selbst entscheide, seit ich 18, 16 bin. Hatte einen Großvater, der auch Arzt war, der hat auch meine Mutter, das ist, glaube ich, einer der wenigen Menschen, die durch die ganze Nazi-Zeit ungeimpft blieben. Der hat einfach die Impfzeugnisse gefälscht. Der war auch nicht dafür. Ich bin jetzt nicht so ein hundertprozentiger Impfgegner. Also, wenn jetzt ein Mädchen vor der Pubertät, da würde ich einen Röteltiter machen lassen. Wenn ich schon Kontakt mit Röteln hatte, was meistens der Fall ist, ist es in Ordnung. Wenn nicht, würde ich mir überlegen, eine Rötelimpfung. Ansonsten, aber sowas wie Tetanus, Hepatitis, bei Tetanus musst du einfach wissen, Tetanus ist ein anaerober Keim. Das heißt, Wunden müssen offen bleiben. Ja, du darfst nicht, wenn dein Fleischlappen weghängt, wieder drauf und Sprühverband, dann züchtest du Tetanus. Aber wenn du das weißt, musst du das natürlich nicht machen. Habe ich nicht für mich, oder auch Zecken oder so, das habe ich für mich jetzt nicht gemacht. Und kann das auch nicht von mir aus empfehlen. Ich darf aber auch nicht dagegen sprechen als Arzt. Also haben sie einen Kollegen, einen Freund, Johann Leubner, haben sie wirklich die Approbation entzogen. Der konnte nicht mehr Praxis machen. Also, aber ich kann sagen, das sage ich auch so, wenn da eine Mutter fragt wegen ihrem Kind, also ich muss Ihnen raten, Sie müssen jetzt eine Achtfachimpfung machen, aber wenn es mein Kind wäre, würde ich das nicht tun. Mhm. Ich bin nicht geimpft, meine Tochter ist nicht geimpft. Das ist meistens, das darf ich und das ist dann schon entscheidend. Ich habe in diesem Buch Aggression als Chance mal ein ganzes Kapitel über Impfen geschrieben, den Stand, den ich da habe. Für die meisten Impfungen spricht ja nicht mal in schulmedizinischer Sicht etwas. Die sind ja gar nicht zu untermauern. Mhm. Da wurde Reklame gemacht, so mit so Parolen wie Kinderlähmung ist bitter, Schluckimpfung ist süß. Und das waren dann Lebenderreger, die sie da verwendet haben, diese Poliovibrionen, glaube ich, heißen die. Und mein Großvater, der eben Arzt war, hat dann schon, um Gottes Willen, und haben wir nicht gemacht. Mhm. Aber das heißt natürlich dann auch, anderen Nestschutz. Ja, also, wenn man ja wollte ein Kind kriegen, dann würde ich euch raten, nicht nur nicht impfen, sondern wirklich schauen, dass das Kind super ernährt ist. Der Grund dafür, weshalb Impfungen für Herrn Dahlke offenbar mehrheitlich sinnlos sind, liegt sicherlich in seinem nicht medizinisch, sondern esoterisch geprägten Weltbild. Laut Rüdiger Dahlke sind Krankheiten und Symptome lediglich Lernaufgaben. Je nachdem, welche Charakterschwächen wir zu überwinden haben, werden wir mit passenden Aufgaben belegt und dürfen uns so weiterentwickeln. Wenn wir kleinere Symptome dabei ignorieren, kommt halt dann immer Größeres auf uns zu. In seinen Büchern Krankheit als Weg, Krankheit als Sprache der Seele und noch einigen weiteren dieser Sorte erklärt er uns auch in aller Deutlichkeit, wie wir das zu verstehen haben. Mit dem letzten Eskalationsschritt der angeborenen Störungen und Behinderungen mündet das Ende der Geraden wieder in ihren Anfang. Denn was man bis zu seinem Tode nicht begriffen hat, nimmt das Bewusstsein als Problem mit in die nächste Inkarnation. Und eine Seite weiter. Für unser Thema genügt es, sich bewusst zu machen, dass der Mensch zwar mit einem neuen Körper, aber mit einem alten Bewusstsein auf die Welt kommt. Der mitgebrachte Bewusstseinsstand ist Ausdruck der bisherigen Lernerfahrungen. Also, wisst ihr Bescheid, jedes Baby, das todkrank oder schwerst behindert auf die Welt kommt, muss im Vorleben ganz schön charakterschwach gewesen sein und nichts dazugelernt haben. Seid ihr kurzsichtig? Herr Dahlke weiß warum. Kurzsichtigkeit zeigt eine zu starke Subjektivität. Der Kurzsichtige betrachtet alles durch die eigene Brille und fühlt sich bei jedem Thema persönlich betroffen. Man sieht nur bis zur eigenen Nasenspitze und dennoch führt dieser enge Gesichtskreis nicht zur Selbsterkenntnis. Kennt ihr jemanden mit Diabetes? Oder wie Herr Dahlke in sinniger Weise bezeichnet, Durchfall der Liebe. Erklärt dem am besten einfach mal, woran es liegt, dass er das hat. Hinter dem Wunsch des Diabetikers, süße Sachen genießen zu wollen und der gleichzeitigen Unfähigkeit, den Zucker zu assimilieren und in die eigene Zelle hineinzunehmen, steht der nicht eingestandene Wunsch nach
Liebeserfüllung gepaart mit der Unfähigkeit, Liebe annehmen, sie ganz hereinlassen zu können. Was ist mit Unfällen? Zufall? Pech? Vielleicht die Unachtsamkeit eines anderen Verkehrsteilnehmers? Wo denkt ihr hin? Unfälle sind unbewusst motiviert. Wir suchen uns unsere Unfälle, wie wir uns unsere Krankheiten suchen. Und dabei schrecken wir vor keiner Sache zurück, um sie als Ursache zu benutzen. Doch die Verantwortung für all das, was uns in unserem Leben zustößt, tragen wir immer selbst. Davon gibt es keine Ausnahme. Häufen sich Unfälle im Leben eines Menschen, so zeigt sich darin lediglich, dass dieser Mensch weiterhin seine Probleme nicht bewusst gelöst hat und so die Zwangsbelehrung eskaliert. Einem Menschen geschieht immer nur das, was er eigentlich will. Falls ihr bisher vielleicht noch lachen konntet, schauen wir doch mal, was es mit Krebs auf sich hat. Die Krebskrankheit ist Ausdruck unserer Zeit und unseres kollektiven Weltbildes. Wir erleben in uns als Krebs nur das, was wir selbst ebenfalls leben. Unser Zeitalter ist gekennzeichnet durch die rücksichtslose Expansion und Verwirklichung der eigenen Interessen. Schmarotzerprinzip. Der Krebs braucht nicht besiegt werden, er muss nur verstanden werden, damit auch wir uns verstehen lernen. Die Menschen haben Krebs, weil sie Krebs sind. Lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, hast du Krebs? Du hast Krebs, weil du Krebs bist. Genau das sagt dieser niedlich dreinguckende Onkel in vollster Überzeugung und mit einem blasierten Grinsen im Gesicht, der in gewissen Kreisen höchste Wertschätzung genießt und regelmäßig eine Bühne bekommt im Internet, bei Veranstaltungen und sogar im Fernsehen. Aber wir sind noch nicht fertig. Eine einseitige Überbetonung der körperlichen Sexualität lässt die Liebe in den Schatten fallen. AIDS ist ein Endzustand in den Schatten gefallener Liebe. AIDS löst nun im Körper die Ich-Grenzen auf und lässt so die psychisch gemiedene Angst vor der Liebe körperlich erlebbar werden. So ist auch der Tod letztlich nur die körperliche Ausdrucksform von Liebe, denn er verwirklicht die totale Hingabe und den Verzicht auf das Sondersein des Ichs. Wie andere Krankheitsbilder lässt auch das Parkinson-Syndrom in schrecklicher Weise das wahre Gesicht bzw. Muster hinter den Symptomen aufscheinen und wird so geradezu zur Karikatur. Die starre, geölte Maske anstelle der nach außen demonstrierten geistigen Lebendigkeit mag dafür als Symbol stehen. Die Aufgabe liegt in der erlösten Verwirklichung der in den Symptomen ausgedrückten Muster. Insofern geht es darum, kleinere Schritte zu machen, beziehungsweise kleinere Brötchen zu backen, die Stimme nicht so laut zu erheben und auf die Einzelheiten zu achten, die man fordert. Nett, oder? Diese Bücher sind voll mit diesem menschenverachtenden Rotz. Ehrlich. Einen noch, dann soll es aber genug sein für das Video. MS-Patienten mit ihrer Angst, sich selbst zu sehen, geschweige denn sich zu verwirklichen, neigen dazu, sich klein, hilflos und unempfindlich zu machen. Mit der Diagnose MS lässt sich Macht ausüben, was selten gesehen und häufig bestritten wird. Die Aufgabe kann nicht in weiterer Hingabe an die Anforderungen der Umwelt liegen, sondern zuerst in einer Hingabe an die eigenen Bedürfnisse und letztlich an Gott bzw. die Einheit im Sinne des Dein Wille geschehe. Hingabe an die Umwelt könnte nur erlösend wirken, wenn aus Kadavergehorsam und widerwilligen Folgen aus Schwäche freiwilliges, innerlich getragenes Mitmachen wird. Falls euch manches dabei ein bisschen erinnert an die sogenannte germanische neue Medizin des rechtsextremen und antisemitischen Rieke Gerd Hahner, liegt ihr goldrichtig. Rüdiger Dahlke ist selbst großer Anhänger seiner Theorien und betonte selbst schon des Öfteren die Parallelen zu seinen eigenen Ansichten. Hahners Theorie klingt verblüffend einfach und unter einem bestimmten Blickwinkel geradezu genial. Wenn ich seine psychologisch ziemlich naiv klingenden Deutungen, wie etwa den Konflikt, den Brocken nicht erwischt zu haben, gutwillig prüfe, stelle ich fest, dass
drei Viertel davon gut mit meinen Deutungen in Krankheit als Symbol übereinstimmen. Natürlich kann man seine Bücher leicht in Bausch und Bogen ablehnen, denn sie sind zum großen Teil angefüllt mit Schimpfkanonaden auf seine Gegner. Dazu mischt er Erzählungen vom eigenen harten Schicksal mit der Ermordung seines Sohnes, die er ständig mit seiner Theorie auf eine wirklich unerquickliche Art vermischt. Aber dazwischen finden sich dann doch wieder Interpretationen, die es zu widerlegen oder zu würdigen gilt. Wenn sie so falsch sind, wie Schulmediziner immer wieder behaupten, müssten sie sie leicht und jederzeit widerlegen können. Einspruch, Herr Dahlke. Nicht die richtigen Mediziner müssen eine total irrsinnige Idee widerlegen. Der Irre muss belegen, dass seine Idee zutreffend ist. Diese Beweislastumkehr ist immer wieder ein beliebtes Ablenkungsmanöver von Esoterikern. Einem Vorwort zu einem anderen Buch, das in dieselbe Kerbe schlägt, können wir recht eindeutig entnehmen, welchen Aspekt Dahlke trotz aller Wertschätzung bei Hamer nicht so gelungen empfindet. Er spricht hier von hinderlichem und überflüssigem ideologischen Ballast. Ich denke, wir wissen alle, was damit gemeint ist. Ich muss nochmal überlegen, habe ich vorhin nicht auch irgendwas von Verschwörungstheorien gesagt? Verschwörungsmythen. Oh ja, stimmt. Das sollte ich natürlich nicht einfach so ohne entsprechende Belege behaupten. Beginnen wir mit einer noch vergleichsweise harmlosen Behauptung. Also Sonnenschutz empfehle ich gar nicht. Da kommt nichts durch von dem, was du brauchst. Ne? Ja, das, ja, das ist ganz, sind ja ganz viele Chemikalien ganz da noch drin. Ja, ja, du machst dich ja selber kaputt. Ja. Also das ist so, ich habe mal so ein Vorwort geschrieben zu einem Buch von der Marion Schimmelpfennig über die ganzen Kosmetika und Zahnpasta. Ich habe das gleich alles sofort weggeschmissen. Hm. Und jetzt über Wasser hat sie auch so ein Buch geschrieben, Wasser und Getränke, Mafia. Also da bleibt ja auch nicht viel, außer dein eigenes gutes Wasser. Die Autorin, von der er hier spricht, Marion Schimmelpfennig, hat bereits mehrfach mit Rüdiger Dahlke zusammengearbeitet. Es würde aber an dieser Stelle viel zu weit führen, auf den Inhalt ihrer Bücher konkreter einzugehen. Ich belasse es daher jetzt einfach mal bei dem Hinweis, dass man den kuriosen Ansichten dieser Dame bereits bei Welt im Wandel TV lauschen durfte und dass sie als Gastautorin auf Pravda TV, einer der abgefahrensten Fake News und Verschwörungsseiten überhaupt, tätig ist. Das wollen 80-90% der Leute nicht. Was ist da los? Am Himmel machen sie Chemtrails. Und inzwischen braucht man das ja nicht mehr leugnen. Ja, wenn man da vor Jahren drüber gesprochen hat, traute ich mich kaum noch, wurde man immer der Verschwörungstheorie bezichtigt. Heute kommt es im Bayerischen Rundfunk. Niemand hat sich da je positiv zu bekannt, dass er das erlaubt hat. Was ist da los an unserem Himmel? Da gibt es Schweizer Schülerinnen, die messen schon den Barium- und Aluminiumgehalt des Schweizer Regens. Der ist liegt an dem Zeug. Und unterirdisch wollen sie Fracking machen. Da frage ich mich ja schon, was ist los in dieser Welt? Da gibt es eine Mainstream-Medienpolitik, die glaubt eh keiner mehr. Das ist gelogen, tendenziös. Und ich stelle dann persönlich fest, hoppla, ich kenne das nicht. Ich habe bisher immer gedacht, das, was die bringen, entspricht schon so halbwegs der Wahrheit. Nun muss ich als halbwegs wacher Mensch sagen, was ich während der Vogelgrippe- und Schweinegrippe-Epidemie gehört habe. Da weiß ich als Arzt, das ist komplett fake. Die haben total eine Politik gemacht für Pharmakonzerne. Da hat die Regierung mitgespielt, da haben die Mainstream-Medien mitgespielt, die Pharmazie natürlich, leider auch die Mediziner. Ich glaube, Ärzte eher nicht. Ich unterscheide ja da zwischen Ärzten und Medizinern. Also eine scheußliche Situation. Im Gesundheitsbereich braucht eigentlich den Mainstream-Medien keiner mehr glauben, auch der WHO nicht. Und ich denke, es wäre notwendig, wir würden auch Widerstand leisten dagegen. Wir kommen immer mehr in einen Bereich, der sich wirklich für die Menschen nicht auszahlt. Sicherlich für ein paar sehr Reiche und für Konzerne und so weiter, aber wir haben heute alle Möglichkeiten, das zu durchschauen. Und wenn einfach die Tagesschau des Heute einfach nicht mehr bringen, was los ist, haben wir Gott sei Dank das Internet und können immer wieder sehen, dass das absolut nicht der Wirklichkeit entspricht, was da abläuft. Und so allmählich wird alles, was früher Verschwörungstheorie war, Stand des Wissens. Was ist da los? Da denke ich mir ja, hoppla, da wird ja vielleicht das, was heute noch als Verschwörungstheorie gilt, auch stimmen.
Muss ich dazu noch was sagen? Ich hoffe nicht. Wenn ihr solche Ansichten teilt, kann ich euch auch nicht mehr helfen. Jedenfalls nicht innerhalb dieses Videos, das, wie ich gerade feststellen muss, ohnehin schon viel, viel länger geworden ist, als ich mir das zu Beginn erhofft habe. Leider bin ich immer noch nicht ganz durch. Zu guter Letzt nämlich noch eine Sache, die ich wirklich absolut ungeheuerlich finde. Rüdiger Dahlke bietet über sein Heilkunde-Institut und Heilkunde-Zentrum nicht nur eine Vielzahl eigener Produkte, Beratungen, Seminare und Therapien an. Oh nein, der Mann organisiert Kreuzfahrten, die von der Deutschen Bundesärztekammer als Fortbildungen für Ärzte anerkannt werden. Ganz genau, richtig gehört. Dass Kreuzfahrten nun jetzt nicht so nachhaltig sind, wird im Werbeprospekt direkt mal geleugnet. Aber das ist ja noch nicht mal das, was mich dabei am meisten stört. Worüber ich mich empöre, ist, dass man sich das doch tatsächlich von der Bundesärztekammer abstempeln bzw. anrechnen lassen kann. Ein Dahlke-Seminar im Indischen Ozean. Jetzt könnte man ja meinen, wenn es dafür wirklich Fortbildungspunkte gibt, wird da ja sicherlich nicht so rumgeschwurbelt. Wir legen doch in Deutschland trotz aller Ausnahmeregelungen für Homöopathen und Heilpraktiker doch noch irgendwo Wert auf evidenzbasierte Medizin. Nun werfen wir einfach mal einen Blick auf die Inhalte, die unseren Ärzten hier unter dem schönen Namen integrale Medizin angeboten werden. Schwingungsmedizin. Ihr kennt es vielleicht auch unter dem Namen Bioresonanz. Innere Bilder und Rückführungen, also Reinkarnationstherapie. Hygiene als Lebenshilfe im ursprünglichen Sinn, was auch immer man sich darunter vorstellen mag. Die Schicksalsgesetze und Spielregeln des Lebens wie Polarität, Resonanz, Gesetz des Anfangs und Pars pro toto Gesetz, aber auch das Wissen über Felder und Rituale. Die reinste Esoterik. Ich möchte das ganz ehrlich mal von der Bundesärztekammer erklärt bekommen. Da muss ich mich jetzt doch überhaupt nicht als Kritiker von Komplementärmedizin positionieren und mich irgendwie sträuben gegen gewisse Ansätze, die man irgendwie noch ergänzend mitnehmen kann, meinetwegen. Das, was hier angeboten wird, ist doch mit Verlaub absoluter Schwachsinn und mit nichts mehr zu rechtfertigen. Liebe Bundesärztekammer, wie kann das bitte sein? Ein anerkanntes Esoterik-Seminar namens Integrale Medizin auf hoher See. Und ganz am Rande. Rüdiger Dahlke bezeichnet sich gern immer noch überall als Arzt. Okay, das war er mal. Ein Dr. Med. Heute ist er aber im Wesentlichen lediglich ein Vollblut-Esoteriker, Impfgegner und Verschwörungstheoretiker. Was ist da los? Was ist da los? Da denke ich mir ja, hoppla. Soweit ich richtig informiert bin und sollte das unzutreffend sein, weist mich bitte darauf hin, dann werde ich mich diesbezüglich gerne öffentlich korrigieren. Also, soweit ich weiß, hat Rüdiger Dahlke bereits vor Jahren seine deutsche Approbation abgegeben. Er kann und darf also gar nicht mehr als Arzt praktizieren. Ob er sich trotzdem noch so nennen darf, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ja, aber in meinen Augen gleicht es dann einfach einer Täuschung, wenn er sich immer so darstellt. Macht euch das bitte einfach alles bewusst. Seid euch im Klaren darüber, was dieser Mann verbreitet und wofür er einsteht. Ich hoffe, mein Beitrag hat euch geholfen, mal ein wenig hinter die Fassade zu blicken. Und ich hoffe, es ist vor allem auch Veganern klar geworden, dass es vor allem auch an solchen populären veganen Figuren und ihren Nacheiferern liegt, dass der Veganismus als ein vernünftiges ethisches Anliegen von vielen Leuten erst gar nicht ernst genommen wird.
Wenn ihr diesen Menschen nun trotzdem noch so sympathisch findet, wünsche ich euch, dass wenigstens eure Zehen richtig gewachsen sind. Sonst seid ihr nämlich vielleicht ganz schnell unten durch bei ihm. Habe ich Sie richtig verstanden? Eine Sekretärin, da sollte der große Zeh jetzt nicht überdimensioniert groß sein. Könnte man so sagen, ja. Also großer Zeh gleich Dominanz. Ja, der steht fürs Selbst, ne, fürs Ich. Und wenn der so nach vorne preschen will, also wenn der eine Firma führen will, ist das ganz gut. Aber wenn der jetzt sozusagen in der zweiten Reihe arbeiten soll, dann wäre es ganz gut, wenn er auch ein Stück zurückgenommen ist. Bei mir zum Beispiel ist er etwas zurückgenommen und ich leite das ja trotzdem. Ja, lässt sich sowas eigentlich statistisch irgendwie untermauern oder ist das einfach Amateurpsychologie? Sie werden lachen. Es gibt zu den Händen jede Menge Studien. Ja, also da wird dann die Länge von Zeigefinger und Ringfinger verglichen und so weiter. Und was sagt also, das aus? Und da das können Verhältnis Sie, Zeigefinger, Ringfinger? Da können Sie sehr deutlich sehen, ob jemand so eher intellektuell geprägt ist oder ein sehr sportlicher Mensch ist oder solche Dinge können Sie sehen. Also Sie können Sportergebnisse ziemlich voraussagen, wenn Sie die Fingerlängen anschauen.